Das war genau der gleiche Trick nochmal, Junge. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, das heutige Video hat etwas mit einem Skateboard zu tun. Und zwar wisst ihr ja, ich habe ja auch einen Thrasher Pullover, ihr kennt ja Thrasher Skateboard Magazine. Und ich habe viele Kommentare bekommen von wegen, ey, du darfst es nicht tragen, du bist überhaupt kein Skater und so. Deswegen habe ich mir gedacht, wir ändern das mal ab heute. Aus diesem Grund habe ich mir etwas bei Amazon bestellt, auf das ich sehr, sehr lange warten musste, weil es aus Timbuktu geliefert wurde. Das Problem war auch, dass wir keinen Aufnahmetermin gefunden haben. Max und ich versuchen dieses Video seit 2 Jahren zu recorden. Seit drei Jahren versuchen wir das Video hier zu recorden und jetzt ist endlich der Moment gekommen. Ich habe mir Extreme Special Skateboard Mini Skateboard Set bestellt. Alter. Bester Mann. Jetzt hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skateboards. Jetzt darfst du 6 Thrasher Sachen haben. Ich muss mir noch einen Kopf. Also ja, Luca, bevor du loslegst, zieh erstmal an, ne? Also bei mir ist es zum Beispiel jetzt gerade so, wenn ich merke, dass ich den Thrasher-Pulli anziehe. Du hast einen Thrasher an. Was? Du hast den Pulli Thrasher an. Nein, ist alles gut. Da ich jetzt den Thrasher-Pulli anhabe, Leute, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Auspacken von dem Skateboard-Set. Also wir sehen schon. Kannst du mal lesen, was da auf der Rückseite steht? Das absolute Skateboard-Set für die absoluten Profis mit Thrasher-Pullover. Das steht da. Ich keine Luft mehr. Das steht da aber nicht. Inklusiv Special Board. What the fuck? Das Special Board, was jeder will. Das Special Board. Oh mein Gott. Also, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir packen das ganze Set jetzt mal aus. Ich muss dazu sagen, ich hatte früher im Gymnasium, Shoutout an der Stelle an Chris. Chris war ein Kollege von mir früher und der hatte in meinem Unterricht mit so einem Skateboard hier rumgespielt. Und dann hatte ich ihm irgendwann mal gesagt, yo, bring mir auch mal so ein Ding. Also, ich weiß, wie man so ein bisschen damit fahren kann. Und man muss quasi so vorgehen, dass man irgendwie 2 Finger so drauf hat. Und ich weiß auch noch, wie ein Ollie geht, aber ich weiß nicht mehr, wie. Ich konnte so ein Ich weiß nicht, ob das ein Kickflip war oder so ein 360 oder so, aber das konnte ich auf jeden Fall auch. Luca, willst du das wirklich ausziehen? Oh. Gerade eben war es richtig rum, jetzt falsch rum. Oh, das stimmt jetzt vorne, Mann. Junge, wie dumm ist das denn? Hast du es dann auch mal? Bruder, wenn man Skater sein will, muss man sich da sehr hart drauf vorbereiten. Entschuldigung? Ich hab doch gesagt, wenn man Skater sein will, muss man sich da sehr lange drauf vorbereiten. Schweiter da. Luca, wir wollen doch das Video aufnehmen. Wenn man Skater sein will, muss man sich fit machen. Dritter Tag. Luca, was machst du? Junge, Bootcamp, damit ich Skater sein kann. Jetzt bist du, glaube ich, fertig. Bin ich fertig? Du bist fertig und bereit. Vierter Tag. Luca? Oh, Luca, warum, du schläfst hier. Hm? Warum schläfst du hier? Ich muss mich erholen vom Bootcamp, damit ich fit bin, wenn ich Skater sein will. Das Set, was wir hier haben, besteht aus 3 Ersatzdecks, 3 Skateboards, ein paar Rollen. Junge, wir haben sogar diese Verstellteile. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten Board. Ich nehme natürlich das Board, wo Mom drauf steht. Wow. Hat sogar dieses Deck oben. Unnormal. Alter, ich habe für das komplette Set, glaube ich, irgendwie 13 Euro bezahlt oder so. Das geht voll klar, wenn man überlegt, dass ein Fidget Spinner fast genauso viel kostet und der sich nur drehen kann. Also hier ist jetzt das Skateboard. Das heißt, man fährt eigentlich so den einen Finger irgendwie hier aufs Tail und den anderen so ein bisschen in die Mitte. Also man fährt jetzt nicht so, weil man damit halt nicht so wirklich Tricks machen kann. Und ich glaube, ein Olli... Ah, fuck, ich konnte den mal. Hä, wie habe ich den denn gemacht? Hä? Hä, warte mal. Aber mir fällt auch gerade auf, dass ich das, was ich früher hatte, war ein bisschen breiter. Ich probiere jetzt mal einen Olli. Der war gut. Ich hab ihn wenigstens schon mal hochgekriegt. Na, fuck, Alter. Ich wusste Ah, Luca, warte mal. Das liegt daran, dass wir am falschen Skate-Tisch sind. Der Skate-Tisch ist drüben. Stimmt. Das ist der Skate-Tisch. Guck mal. Das ist der Skate-Tisch. Der ist hier schon richtig zerskated und so. Dope, Mann. Jetzt geht's ab. Luca? Das Krasse ist, es gibt ja für diese Teile sogar noch so richtige Hindernisse. Es gibt vor allem auch Wettbewerbe, wo Leute wirklich mit so Skateboards, mit diesen kleinen Mini-Teilen irgendwie über so Rampen fahren und so Tricks machen und alles. Aber echt steht, ne? Also das Basic für Skateboardfahren ist ja eigentlich erstmal, dass man fahren kann. Und ich würde sagen, dass... Das war... Soll ich noch mehr... Will ein bisschen trainieren? Oh mein Gott. Ich muss halt diesen dummen Olli mal hinkriegen. Ich weiß nicht mehr so richtig, wie der ging. Also ich muss ja logischerweise hinten das Ding hochpacken und dann aber das irgendwie nach vorne ziehen. Ich weiß nicht genau, wie das klappen soll. Was man auf jeden Fall machen kann, ist so fahren und dann... Luca kann sogar grinden, Alter. Mhm. Dann fährt man so an. Dann macht man erstmal so... damn, boy. Dann machst du so durch. Alter. Wie hieß der Trick? Tricky Choco. Oh, well, damn. So habe ich jetzt eins besiegt, eins von anderen Skateboards. Gewonnen. Ja. Erster Versuch und direkt gewonnen. 2 Stück besiegt. You're pretty good at skating, man. Man fährt so Skateboard, oder man muss die anderen besiegen. Ja, es ist so. Luca, wir bleiben jetzt so lange sitzen, bis du so einen Ollie geschafft hast. Hier ist einfach eine Feder dran. Weil das Skateboard so fly ist.
Fly wie eine Feder, oh ja, ja. Fly wie ein Peter, ja, ja. Oh ja, dann sag mal. Erfahrung. Junge, wie lange ist dieser scheiß Trasher-Kack hier eigentlich? Jetzt sind die wieder gleich lang, die Bände. Jetzt. Ach, yo! Stimmt, jetzt muss ich direkt einen Trick hinkriegen. Wow! Das, warst du das gerade selbst? Ich war das! Übelst heftig, Mann. Hier, ich kann es euch nochmal jetzt live vorführen. Und zwar, ich fahre so, mache... Ey, das war cool. Aber du hättest wahrscheinlich mit beiden Fingern drauf landen müssen, oder? Nee, echt, landest du auch manchmal mit drei Beinen drauf. Also zumindest ich, weil mein... Na? Was ist denn dein drittes Bein, wenn ich fragen darf? Mein linker Finger. Okay. Leute, ich zeig's euch nochmal, damit ihr einfach... Was war das für ein Trick? Flippy Floppy. Ich dachte, es wäre Zufall gewesen, dass du es geschafft hast, aber es war echt ein Flippy. Nee, ich kann es normal zeigen. Also es war halt kein Zufall deswegen. Es war halt kein Zufall deswegen. Ja, ist immer First Try. Das war ein Heel Flip gerade. Ja, das war halt auch kein Zufall. Tut mir schon mal sehr leid an alle Skater, die wir mit diesem Video triggern, weil wir keine Ahnung haben. Aber also die haben keine Ahnung. Also ich würde aber sagen, Freunde, da wir ja jetzt ein paar Tricks können, ich zeige es euch nochmal. Es war ja kein Zufall, dass ich den Trick gerade hingekriegt habe. Alter Schwede, hast du das gesehen? Das war dope. Das war richtig dope. Guck mal, ich mach's nochmal, damit ihr seht, dass kein Zufall war. Es war genau der gleiche Trick nochmal, Junge. Du fährst von der Decke von dieser Kiste, springst du auf die andere Kiste. Luca? What up? Ich erkläre dir gerade den Parcours. Dann slidest du ganz normal an diesem Schrank runter, auf die Couch, entlang der Couch und wieder zurück auf den Tisch und dann machst du einen Flippy Floppy über diese Kiste. Easy. Gar kein Problem für mich. Ab an der Seite hoch, ab hier, bam. So, ich bin auf der Kiste drauf. Ich mach das sogar so. Oh, oh, ab auf die andere Kiste. Oh, 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 ich bin auf der anderen Kiste. Warte. Wenn sie jetzt einen Backflip zieht, dann liegt ja alles tot, okay? Okay, von hier jetzt rüber auf den Schrank, ne? Oh, man sieht, das Skateboard hat ein bisschen Angst. Oh, ein bisschen rumgrinden an dem Schrank. Okay, runter. Yeah. Oh, und schafft er es jetzt rüber, den Sprung? Oh mein Gott. Rüber auf den Tisch. Flippy Floppy über die Kiste. Oh! Ah, so kurz davor. Nicht traurig sein. So ein Flippy Floppy über die Kiste kann nicht jeder. Kann echt halt nicht jeder. Guck, du musst so anfahren, springen. Luca, was, wie erklärst du es dir? Woran ist es gerade gescheitert? Fragt man sich immer nach, woran hat es gelegen? Fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen? Woran es gelegen hat, fragst du dich immer. Woran hat es gelegen? Du brauchst ja ausnahmsweise auch mal, keine Ahnung, irgendwie andere, bessere Reifen, die du ans Board montierst. Du hast ja extra in dem Set einen Achsenschlüssel und neue Rollen dabei. Stimmt, daran hat es gelegen. Also du suchst dir ein Deck aus und baust dir ein komplettes Board auf, mit dem du es dann locker schaffen willst. Yo, safe, dann machen wir unser eigenes Board. Unter der Couch. Luca, wollen deine Füße irgendwie was sagen? Oh, Junge. Die Sache ist, ich glaube, wir können das Ding nicht komplett nachbauen, weil wir keine Achsen haben. Die müssten wir hier erstmal abbauen. Ich muss mal ganz kurz sagen, dass ich, wenn ich das hier gerade mache, mich natürlich nicht so krass auf das Kommentieren konzentrieren kann, weil ich ja ein sehr professioneller Skate-Auseinanderschrauber und Zusammenschrauber bin. Das heißt, Max, du müsstest jetzt an der Stelle einfach mal die Kommentare hier übernehmen. So, wir sehen hier, wie Luca hintere Achse abschraubt. Es löst sich hier langsam aber sicher. Da ist ein sehr großes Fingergefühl gefragt. Ist das so richtig, dass hier dieses gelbe Stück abgefallen ist? Wie ist die heutige Verfassung? Glaubst du, 8 Schrauben sind machbar? Die Schrauben lösen sich nicht. Leute, wir werden das Ganze jetzt mal wieder so leicht zusammenbauen, aber trotzdem noch die Rollen eben wechseln. Und jetzt kommen gleich die neuen Swagger Styler Rollen 3000. Sind sie ja, oder? Das sind die, ja. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich GoPro unter anderem als Sponsor habe. Tony Hawk ist halt auch so mein junger Padawan, sage ich immer. Spaß dir. Du lachst. Hausverbot. Schneid's vor, weil ich glaube... Hier ist ein Kindergarten. Die schreien, weil die wissen, dass Skaterboy loot in dem Building. Hätte ich nicht besser verfassen können. Also Leute, die erste Achse haben wir jetzt schon dran. Max, du kannst es ja mal eben hier kurz überprüfen, ob dir das einigermaßen gefällt. Es dreht sich tatsächlich. Ja, ist doch logisch, Mann. Ich bin ein professioneller Skate-Auseinander- und Zusammenbauer und auch professioneller Skater. Ja. Nee? Nein. Wer? Ich. Wo? Hier. Wann? Jetzt. Digga, du stellst mir alle Fragen, die einfach klar sind.
Sorry, Mann. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Moment. Das hier ist immer so ein bisschen Feinarbeit. Der gelbe Ring muss drauf, dann packen wir die... ich habe nicht getroffen. Die Achse befindet sich auch wieder drauf. Wir haben das Loch getroffen. Wieder ein gelber Dichtungsring und jetzt wieder eine Mutter. Das drehen wir jetzt fest, aber auch nicht zu fest, weil wir wollen ja noch Kurven fahren können. Oh nein! Lass los! Ich brauchte die ganze Zeit, ich hätte mich voll verletzen können die ganze Zeit. So, Leute, jetzt kann es weitergehen. Wir hatten hier vorhin noch eine Mutter rumliegen. Ich weiß nicht, ob du die gerade siehst. Ich habe halt jetzt Sicherheitsklamotten an. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt noch... Oh, da ist sie. Da ist sie. Der hat sich versteckt. Leute, das ist die letzte Aktion gerade. Danach haben wir unser Powerboard fertig und versuchen dann nochmal den Parcours hinzukriegen. Die Mutter befindet sich auf der Achse. Das heißt, wir schrauben es wieder genauso fest wie auf der anderen Seite, dass wir immer noch so ein bisschen... Bitte den Energieerhaltungssatz berücksichtigen. Habe ich doch. Sorry, ja, stimmt. Koeffizienz von 5 ist 3. Guck, und jetzt siehst du, wir haben die Achsen nämlich jetzt so ein bisschen leichter eingestellt als beispielsweise bei den anderen Boards, weil hier ist das doch sehr, sehr hart und hiermit kannst du jetzt wirklich dich so ein bisschen in die Kurven lehnen und kannst halt... Trotz Brille, Alter. Trotz Brille. Ich als professioneller Skate-Zusammenschrauber und Zusammenbauer weiß natürlich, dass eine Organisation und eine Instandhaltung der Materialien von äußerster Bedeutung ist. Aber bist du jetzt nicht heiß darauf, mit dem neuen Board erstmal hier ein paar Kick... Ja, aber ich kenne das halt aus der Vergangenheit. Tony Hawk kam damals an und meinte, ey, bau mir ein Board. Und dann haben wir halt nicht alles eingeräumt. Wir hatten halt früher eine Firma zusammen. Wie hast du ihn da angesprochen? Tony. Nicht junger Padawan? Nee, Little T. So, die ganzen Einzelteile sind zusammengebaut, die Sicherheitsbrille kommt natürlich auch dahin, hier noch die Verpackungen und jetzt würde ich sagen, das hier ist das finale Board, ihr seht schon, ist noch, muss man noch ein bisschen üben. Vor allem, ich habe auch die ganze Zeit den Thrasher-Pulli falsch rum an. Ah, ja, das sieht so viel professioneller aus direkt. Ja, also Leute, hier seht ihr schon das Skateboard, ich mach, oh fuck, diese Kapuze geht die ganze Zeit ab, dann sehe ich nichts mehr. Die ist, glaube ich, kaputt. So Leute, jetzt sehe ich wieder was raus, mal. Digga. Hab ich gelandet? Ja. Leute, ich zeige euch jetzt mal eben, dass man hiermit wirklich ein paar Tricks machen kann. Also ihr könnt halt so fahren, Mittelfinger hinten auf Tail, einfach so hoch und dann den habe ich jetzt nicht gelandet. Aber warte, ich zeige es euch mal eben, wir können so, den habe ich jetzt auch nicht richtig gelandet. Aber wenn wir so machen, habe ich jetzt auch nicht richtig gelandet. Aber ich kann ja beispielsweise so machen und dann... Das war ein Olli, Mann, du hast es geschafft. Das war ein Olli. Lass ein Like da. Das war's jetzt hier auch vom heutigen Video, meine Damen und Herren. Ihr findet hier oben ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da oben findet ihr auch meinen Shop eingeblendet. Und hier unten ist ein weiteres Video verlinkt. Ich hoffe, ihr versteht, dass das hier alles nur dummer Humor von uns war. Aber die Teile sind halt... Die Muttern sind gerade abgefallen. Oh nein. Nein. Ja, Video ist vorbei. Fuck.